Da irgendwo müssen diese drei Tussen wohnen, denen kannst du die Klamotten auf jeden Fall geben. Ja, ah, was da sind sie schon. Three Girls. Little bit fussy. Blah, blah, blah. That's alright. Blah, blah, that's alright. Ja, wieso liest du das nicht? Ich drück nicht. Es geht von alleine weiter. Ja, klar. Ja, sonst hätte ich ja vorgelesen. If you can show us a fashion style that excites us, we'll reward you. That's alright. So. Wo ist es denn? Das sind sechs gute Gründe, ihnen fancy clothes zu geben. Sechs gute Argumente. Wowie! Wowie! What are those clothes? They're so ribbed! Please! Can we have them? Sure. If you want these that badly, sure, you can have them. Wow! Really? Yippee! Das Wow war aber jetzt nicht so gut. Ja, ich will auch nicht, dass jeder so cool ist wie Liam. Liam. Ja, yippee! Here's a little something for you. Thank you, honey! Shine received kisses and thanks. Ooh. Shine's blood pressure rose 10 points. Haben Sie das jetzt an? Look, these are the clothes you gave us. They're really easy to wear and so fashionable. That's so right. Drei Barbies auf einmal. Einer ist schon schlimm. So. Whoa, whoa, whoa. Hallo. Oh, du orientalische, exotische Schönheit. Das ist Beyoncé. Irgendwie ist ihr Gesicht gruselig. Ich finde, die Augen sind viel zu weit auf der Seite. Sieht aus, als wären es Ohrringe. Das hätte sie eigentlich gar keine Augen oder so. Das sieht aus, als ob hier die Augenbraue voll ins Gesicht gematscht wurde. Ja. There is this craftsman in town who makes odd things. But the town recognizes talent like it does the skills of others. Belts. Belts, belts. Oh hey! You've come at the perfect time. I have a favor. Will you lend me your ear? Ja, wie bei Helden in Strumpfhosen. Halt mir euer Ohr. Sure, what's your favor? My girlfriend Amanda lives in Nerdlake. But I've been so busy, I haven't been able to see her. Or even write. Can you go see her and tell me how she's doing? My name is Bell. Please tell, I'm Bell. Amanda Bell always thinks of her. Please tell Amanda Bell. I'm embarrassed to ask this, but I will repay you somehow. Ich geh da mal. Keine Angst. You newcomer at Kids Card? That's right. Is it a problem if I'm a newcomer? Of course it is! Hurry up and pay your rent or get out of here now! Sorry, I'll bother. It doesn't work! What exactly is wrong? Soll ich später wiederkommen? Eddie. My name is Eddie. I study something called electricity. I'm no evil scientist. But all of a sudden my test machine stopped. Can you push it for me? Sure. Push this? That will fix it? What a weird machine. Please, push it with all your might. Okay, einmal in die Hände spucke. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Hey, do I keep pushing? Ups, das habe ich jetzt nicht weggedrückt. Aber er hat wahrscheinlich gesagt, ja. Explodier. Seine Augen. I've got it. I should use heat from motion for electricity. Thank you.
you give me a great hint on electricity. I'm going to get started on a new research project right away. Who's there? Perry will be mad if I let... Ah, oh, this is not kingdom. Who's there? Perry will be mad if I let a strange person in. Perry, wer könnte das sein? So, damit... Waren wir da schon drin? Ja, waren wir. Ja, ja. Das ist der Typ ist wieder da. So. What a beat down, Luke, bro. Girlfriend walk out on ya. Anyway, I'll show you something to cheer you up. Check it out. I need your opinion when I'm done. Yeah, yeah. Chaney. Der Carlton Dance. It's not unusual to be loved by anyone. Oh, wie lange braucht er noch? Ja, okay, man ist verstanden. Du bist eine Vagina. So. Damn, feel better. Better? Wow. Aren't you something wild? I feel much better. What I'd say? A more performance can make anyone smile. You came on a boat, right? You come from another continent. Yeah. Oh, wow. Can you come with me and tell the little guys about that? Come on, still a little while. It's just a talk show. Your kid brothers? Something like that. Follow me. Jemand ist gerade in unseren Tangelraum reingekommen. Ich hab's halt gehört. Toll. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt geh doch einfach. Boah, es riecht nach Socken. We got a guest here. Everyone gotta run now. Stillgestanden! I want you to meet this guy. This guy. This guy. Came by boat from another continent. Hey, yo, motherfucker, came by boat! Okay, run introduction, okay, motherfuckers! Mann, ich hätte den Typen sprechen sollen. Nah, du denkst. Naja, ich bin viel cooler. Yeah, du hast nicht so ein Gangster-Slang. Kid named Will, but he's out right now. On the left, Little Paul Harry. And he. Hey, where's Anita? Never. I knew you went out looking for Will. What? Annie und Will sind zusammen. Any money you got. Listen. Annie hat Will Kara ausgespannt. I'm gonna look out for Anita. You, no one leaves till I get back. Sorry, bro. Got to go. I know it's just hurry. Just hang out here, okay? Okay. Okay. Are you a private friend? Then you have a friend too. Great. Anita said she was going to see Will. Will is designing a flying machine at the village of Nerlake. The oldest guy here is Will. Will is making a flying machine, isn't that great? Neil. Was? Boah. Du alte Kinderverprügelerin. Also. Ja, so krass wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. Na gut, dann. Nee. Mal schauen, ob es irgendwas. Ja, die Brücke ist noch nicht fertig, glaube ich. Ja, man muss Holzklötze holen. Irgendwo da, ja. Da kommen die Schleimis.
Warum holst du nicht Holz? Ja, muss ich ja noch nicht. Oder? Nee. Doch, musst du. Du kommst in die Höhle, da kommst du noch nicht rein. Du brauchst erst den Ring. Ich gehe erstmal in die Stadt. Ja, dann geh. Ja, ich habe nur die Flecken abgesucht. So. Die Flecken. Ja. Nerlake. Oh yeah, die Farmer. I was blessed with a good corn as my first crop this year. I will never say never. We rely on the lake ahead for water, but we don't trust it. Water can be good or devil. Aber hier sind wir jetzt im Hillbilly-Land. Sind wir jetzt im Hillbilly-Land. So we don't go to it without cross. Have you ever experienced deadly poison? It saps you steadily. When I was here with deadly poison, I used the serum. I started thinking how I would have died if I didn't have a serum. Well, you can have buy a serum or you can just fuck my fucking ass and throw around these old stupid jars and get the hell out of here. Before I get my shotgun and shoot you a new asshole. Yeah. My only boy Servus. My only boy Servus went to freedom. Indiana! This place is plain and quiet, but you can live your life happily. Happily. Okay. Hey, kenne ich dich nicht aus Christa? I love working with Red on my bros. Brows. Yeah. However, Brows. Many times I reborn, I hope I'm always a hard worker. Ich kenne dich, bist du nicht der Kleine, den ich schon als Mädchen gern gehabt habe. Okay. Was? Bescheuertes Lied ist das? Eigentlich ist es ein wienerisches Lied in Mundart und er singt, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Junge gern gehabt habe. In Wienerisch. Yo. Yo. Yo, I saw something. While working, something flashed in the sky. Spewing smoke, it fell towards the lake. It was quite a sight. Shut up! Guck mal, Chaos! Super cool! Verkaufst du mir was? At the five lakes overhead, the lake god is five lakes. There. That husband used to claim that he saw a big animal there. Bigfoot. Alles Lügen. Hey, I'm Mac. I might not look it. Hi, I'm Windows. Müsst ihr nicht sagen, it might not look it, statt I might not look it. Ah, okay. Ah, okay. Ich glaub, doch, ist schon. I might not look it, but people call me Master Chef. Oh Gott. Nicht auch noch das. Ey, ich hasse dieses Spiel immer mehr. Zuerst ist Bourbon da drin, jetzt auch noch der, ja nicht der Master Chief, aber halt der Master Chef. Ja, Chef, Chefkoch. In dem Fall. Ja, im Englischen heißt er ja auch Chef. Ja. Chef heißt er auch. Chefkoch. Ja, deswegen darfst du ja auch in Amerika nie zu deinem Boss gehen und sagen, hi Chef. Ja, ich verstand jetzt nur das Problem nicht mit Chief und Chef. Egal. I studying a cheap and handy beef item we eat while farming. Hey, willst du Beef haben, Alter, oder was? But I stuck. My reputation is not... It not mean anything, hä? Irgendwie glaube ich, dass der ein Ausländer ist, sozusagen. How should I prepare beef? Roasted. Roast beef, ne? Why don't you roast it whole? Whole
that expensive, but okay, I'll try that. So, jetzt Crazy. Raus und nochmal rein, schätze ich mal. Ach, brennt die Stadt nicht irgendwie dann nochmal ab wegen seiner Scheiße da? Ich glaube nicht, nee. Doch, ich meine schon. I roast home, but not cheap. Not handy and not for eat while farming. What should I do? Why don't you grind the beef? Ground beef? Okay, I'll try that. What? 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 Yeah. I'll grind beef and grill it like you say, but not enough. What should I do? Put it in a bun, wrap with lettuce. Why don't you put the beef patty in a bun? In a bun, sound easy, okay, I'll try that. Du wechselst von russischen Akzent zu Arnold Schwarzenegger. Nein, wieso? Ich hab doch gerade hat er auch Schein geredet und nicht mehr Mick. So. Like you say, I put grilled ground meat in the bun. It delicious. It delicious. It's very popular in town. I'm happy and proud. Okay, dann. Wieso willst du mir nicht was davon abgeben? Später. Ja. Ich hab Hunger. Ich auch. Eine Katze, oh mein Gott. Okay. Ah. Ja. What? I'm Amanda, who are you? What? Bell set this up. He said that? Oh, sorry to waste your time, but I've had it with a boar like him. I'm sick of a man who plays with old machines than with me. I have a new friend now. Please tell Belle that. Die Katze ist so süß! Entschuldigung. Die bewegt sich gar nicht, vielleicht ist sie ausgestopft. Oh nein, sie ist tot. My dead mom used to say that women who die at sea become mermaids. My mom died at sea too. I wonder if mom became a mermaid. Ich bin kuschelig. So. Siggy! Noch ein Siggy Klon. A little while ago, a cute young girl went into a house up ahead. Alter pädophiler Sack. But later, I didn't see her anywhere. Wonder where she went. Andererseits passt es zu Siggy. ich könnte tagelang zuschauen.